So, ja, willkommen zu ja, einem kleinen Testvideo. Ich habe jetzt eine neue HDPVR bekommen und ich starte das Ganze jetzt mit Super Smash Bros. Brawl. Ich habe jetzt eine mehr oder weniger gute Lösung gefunden, wie ich das Ganze aufnehme. Für mich eher schlecht, ganz ehrlich. Weil, ja, das merke ich jetzt auch gerade. Also ich habe jetzt das Ganze über dieses ganze Ding mit diesem YPBPR-Ding da mit meinem Fernseher verbunden. Und da habe ich so einen Konverter dazu, der das Ganze in HDMI-Ding umwandelt. Und das... Leute, das ist echt alles andere als gut. Es fällt immer wieder der Ton weg. Ach, was heißt dieser Ton? Das Bild flackert manchmal und ich meine, ihr seht davon jetzt nichts, aber ich natürlich. Dann muss ich manchmal so ein bisschen bei euch oder auf meinem Laptop-Bildschirm gucken, was ich denn gerade auswähle. Das ist, weil das zeitverzögert ist, dann auch nochmal richtig schwer. Also jetzt auf dem Fernseher ist es nicht zeitverzögert. Aber hier halt jetzt schon. Zu Super Smash Bros. Brawl. Ich bin nicht besonders gut in dem Spiel. Also jetzt nicht so gut wie Sui oder so. Muss man auch nicht. Ja. Gerade flackert so extrem, dass ich wirklich bei euch gucken muss und nee, das hat keinen Wert. Ihr merkt auch, also normal bin ich nicht so schlecht. Also es ist einfach zeitverzögert gerade. Naja, wenigstens mal auffressen können. Hallo, jetzt habe ich hier einen sehr mächtigen Laser. Was sagst du dazu, hä? Huh? Bam. Ey. Also ich gucke jetzt gerade nur noch auf meinem Laptop-Bildschirm. Auf dem Fernseher sieht man gar nichts mehr. Also das zeigt mir auch, dass es nicht die optimale Lösung ist. Das lade ich jetzt einfach mal hoch, damit ihr seht, was ich die letzten Tage alles so gemacht habe, ja. Also, von der Verzögerung geht's eigentlich noch. Jetzt in dem Spiel ist es gar nicht mal so schlimm. Ich denke jetzt gegen richtigen Gegner natürlich. Da ist es noch mal was ganz anderes. Verdammt. Aber so, ja. Ha. Ausweichen kann man hier auch vergessen, ganz ehrlich. Oder? Moment. Na, ich hab mir eher geschnappt, gut. Oder wie sagt man dazu? Gegrabt. Oh yeah. Und das war's. Aber Tonqualität, Bildqualität und alles. Ich bin sowas von zufrieden damit. So, und jetzt hat er gleich ganz aufgegeben. Jetzt steht bei mir, bei meinem Fernseher kein Signal. Also. Oh! Jetzt zum Ende hat er es tatsächlich noch geschafft. Okay, jetzt kann ich wieder auf meinem Fernseher gucken. Er scheint wirklich Probleme zu haben mit Bildfrequenzen. Also damit bin ich jetzt alles andere als zufrieden. Ich muss wirklich eine andere Lösung dafür finden. Aber jetzt erstmal mache ich das einfach so und wartet einfach noch ein bisschen, dann kann das Ganze losgehen. Also, ja, sag ich mal, bis dahin und ciao, ne?